Trump wird entlastet, das Narrativ um den 6. Januar zerbröckelt, die Wahlen 2024 stehen vor der Tür und immer mehr Menschen in der westlichen Welt wachen auf und erkennen die Machenschaften ihrer Regierung. Hallo meine Lieben, hier der Adi von Translated Press. Es tut sich was auf der Welt. Vor 3 Tagen haben wir euch die Nachricht überbracht, dass der Sprecher des Weißen Hauses, Mike Johnson, die Videos vom 6. Januar freigegeben hat und auf einer speziellen Seite im Kongress könnt ihr jetzt 44.000 Stunden Videos aus den Überwachungskameras des Kapitols anschauen. Sie zeigen euch die Wahrheit und damit zerbröckelt das viel verbreitete Narrativ vom Aufstand des Volkes und die falschen Anschuldigungen gegen Donald Trump. Bitte denkt daran, ein Abo und ein Like dazulassen, das hilft den Algorithmen und es hilft uns. Vielen Dank für eure Hilfe und los geht's. Bröckelt jetzt die Erzählung der Demokraten rund um den 6. Januar? Denn nach der Veröffentlichung eines nie zuvor gesehenen Videos von jenem schicksalhaften Tag kommentierten rechte politische Kreise in den USA darüber. Besonders der Kommentator Dinesh D'Souza scheint das kaum zu glauben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, als wir die ganze Serie von 2000 Maultieren bei Rumble für euch übersetzt haben. Da waren wir der einzige Kanal im deutschsprachigen Raum, der das geschafft hat. Und sogar Rumble hat uns dafür eine Verwarnung gegeben. Hört euch an, was Dinesh D'Souza dazu sagt, nämlich zur Veröffentlichung der 44.000 Stunden Originalvideos aus den Überwachungskameras des Kapitols. Hier ist es. Here is Scott Adams. Hier ist Scott Adams, der kommentiert, was er sieht. Die gesamte Architektur der Täuschung bröckelt, man kann es fühlen, was er sagt. Es ist eine Erzählung, um Erfolg zu haben. Eine begrenzte Anzahl von Fakten müssen hier aufgedeckt werden. Und wenn eine Tatsache nach der anderen auftaucht, die anderen Fakten, die unbestreitbar sind und die man mit seinen eigenen Augen sehen kann, dann widersprechen sie der Erzählung und dann beginnt die Erzählung zu wackeln. Und das ist es nebenbei gemerkt, genau das, was ich den 2000 Mules-Effekt nenne, denn das ist die Enthüllung, die Zitat, die sichersten Wahlen der Geschichten zu einer Farce gemacht haben. Und jetzt kommen wir zur Erzählung vom 6. Januar. Wir bekommen etwas aufgetischt und meine Frage ist, bröckelt es da wirklich? Schauen wir uns einige der Szenen an, die wir gerade in den sozialen Medien sehen können. Eine von ihnen zeigt einen Mann, der offensichtlich in Handschellen umherläuft und er trifft auf einen Polizisten im Kapitol. Man sieht, wie sie ihm die Handschellen abnehmen und dann geben sie sich gegenseitig einen freundlichen Faustschlag und lassen ihn gehen. Die erste Frage ist also, wer ist dieser Typ? Ist er zunächst einmal ein normaler Trump-Typ? Sagen wir einfach, er ist ein Trumpster. Er kommt herein, offensichtlich hat ihm jemand Handschellen angelegt. Er geht auf die Polizisten zu und sie sagen, ich habe keine Ahnung. Sie schütteln den Kopf. Nun, es gibt hier noch all diese anderen Typen. Sie sind nicht in Handschellen. Warum solltest du es also sein? Und so ist es, wie hört genau zu, wir sind keine bösen Jungs. Das scheinen die Polizisten hier übertragen zu wollen. Wir nehmen dir die Handschellen ab und du scheinst friedlich genug zu sein. Du willst nicht gefesselt werden, das ist doch klar. Und dieser Typ gesellt sich dann zu der Menge im Kapitol. Wenn das so abgelaufen ist, mit welcher Art von Aufstand haben wir es dann zu tun? Nun, meine Lieben, falls ihr es verpasst habt, letzte Woche haben die Republikaner im Haus mit der Hilfe von Sprecher Mike Johnson über 40.000 Stunden Filmmaterial online zur Verfügung gestellt, was zuvor noch über 3 Jahre hinweg geheim gehalten wurde und für die Öffentlichkeit unzugänglich war. Laut Präsident Donald Trump ist dieses Video für ihn entlastend. Er hat eine Warnung an diejenigen gepostet, die ihm die Schuld an den Ausschreitungen vom 6. Januar geben. Es lautete, Zitat,
Alles, was ihr in den letzten Jahren über den 6. Januar erzählt habt, ist totaler Quatsch. Die wahren Anführer sind diejenigen, die Trump reingelegt haben, um zu verhindern, dass er jemals wieder Präsident wird, indem der Kongress ihn beschuldigt hat, Terroristen aufgestachelt zu haben beim Versuch, Amerika zu vernichten. Dabei haben sie versagt und sie werden dafür bezahlen müssen. Nun, in den linksdemokratischen Medien hat man jetzt jahrelang versucht, den 6. Januar als gleichwertig mit einem Terroranschlag zu verbreiten. Die Geheimhaltung dieser Videos sind der Beweis dafür, dass alles, was man inzwischen darüber weiß, nicht genug hergab, um es dem Volk so zu zeigen, wie es wirklich gewesen ist. Die Geheimhaltung und die Enthüllung in der letzten Woche zeigen, wie die Demokraten vorgehen, um zu verheimlichen, was ihnen schadet. Wir sind jetzt etwas über einen Monat entfernt von der größten und wichtigsten Wahl, die es jemals gab im Weißen Haus. Die Welt befindet sich in einer absoluten Krise. Kriege, Inflation und nukleare Bedrohungen liegen wie ein Schatten über dieser Welt. Und im Hintergrund lauern die Drohungen der WHF und des WEF. Das sind Organisationen, die uns selbst dann, wenn wir alle anderen Gefahren ausgeräumt haben, immer noch in den Abgrund ziehen. Das heißt, auch wenn die Kriege gebannt werden, die Inflation unter Kontrolle ist und alles auf einmal im Lot wäre, dann hätten wir den Zwang, mit dem uns Bill Gates und Klaus Schwab mit ihren Organisationen seit Jahrzehnten bedrohen, immer noch nicht überwunden. Und genau darum ist es das Allerwichtigste, das wir jetzt erreichen müssen, der Regierungswechsel auf der ganzen Welt. Ein Anfang ist gemacht, das sehen wir in Argentinien, in Ungarn, in Italien und hoffentlich auch bald in den USA. In diesem Sinne grüße ich euch ganz herzlich aus der Ferne, meinen Lieben. Euer Adi. Ciao, ciao.